In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch ein Amazon-Konto erstellen könnt. Zunächst gehen wir erstmal auf Amazon und dann sind wir hier schon direkt auf der Seite. Und hier steht oben rechts schon Anmelden. Das können wir ja nicht, weil wir ja noch kein Konto haben. Aber falls wir hier neuer Kunde sind, können wir hier einmal auf Starten Sie hier gehen. So, und ihr seht, euren Namen könnt ihr hier schon einmelden oder angeben. In meinem Fall mache ich Theodor. Und dann seht ihr hier schon, dass ihr eine E-Mail braucht. Falls ihr noch keine E-Mail habt, kann ich euch dieses Infovideo hier empfehlen. Da zeige ich euch, wie man eine E-Mail erstellt, beziehungsweise was für Vorteile und alles euch Google drüber ziehen und was es da alles gibt. Falls ihr aber schon eine E-Mail habt, könnt ihr die hier eingeben. Ich habe mir vorhin schon eine erstellt, deswegen packe ich sie rein. Und jetzt haben wir noch ein Passwort. Hier können wir mal 6 Zeichen angeben. Natürlich nochmal bestätigen. Und wenn wir dann hier auf Amazon-Konto gehen, seht ihr gleich, was wir falsch gemacht haben. Und zwar nichts, denn wir müssen jetzt die E-Mail-Adresse überprüfen. Und wir sehen hier schon, aha, Amazon, haben wir einen Code bekommen. Den können wir einmal mit STRG C kopieren oder ihr schreibt ihn einfach so auf. Amazon-Konto erstellen. Und ihr seht, das war's tatsächlich. Und hallo Theodor steht hier schon. Ja, mehr ist es nicht. Hier könnt ihr noch einstellen, wohin das geliefert werden soll, natürlich zu euch, also eure Adresse eingeben. Jetzt können wir aber hier nochmal zu mein Konto gehen. Und ihr seht hier ihre Zahlungen direkt schon. Das heißt, hier könnt ihr eingeben, mit welcher Bank, mit welchem Bankkonto das verbunden wird, wo das abgebucht werden soll, damit ihr auf Amazon euch Sachen bestellen könnt und ja, wie das einfach alles besser verläuft, damit ihr ein sicheres, schnelles, guten Zahlungsvorgang habt. Falls ihr noch wissen wollt, wie man kostenlos Amazon Prime kriegt, könnt ihr hier oben auf das Infovideo gehen. Und falls ihr noch wissen wollt, welche Vorteile Amazon Prime überhaupt mitbringen, hier oben habe ich euch alles, beziehungsweise die besten Vorteile aufgelistet. Empfehle ich euch wirklich sehr. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, haut rein und see ya.